www.wolfgangswattwunder. Ja, willkommen in der Umweltstation in Iffens bei einem neuen Wattwunder. Wir haben schon einige Wattwunder gesehen und jetzt gibt es ein Wattwunder. Dafür brauchen wir den freien Himmel. Nicht nur deswegen, weil der freie Himmel natürlich eine Rolle dabei spielt. Es geht um eine kleine Pflanze im Wattenmeer, eine sehr mutige Pionierpflanze. Das ist der Queller. Der Queller wächst sehr weit draußen, dort, wo alle anderen Pflanzen schon nicht mehr klarkommen. Er wird zweimal am Tag überflutet von Hochwasser. Der Queller ist sehr dickfleischig. Im Moment haben wir den Queller noch so versteckt im Wattenmeer. Er kommt jetzt erst langsam heraus. Aber wir sind ja vorausschauend und haben einen Quelleraufguss von letztem Jahr. Den haben wir noch gesichert, eingefroren und jetzt wieder aufgetaut, damit wir das Wattwunder auch zeigen können, vorführen können. Der Queller ist eine Pflanze. Nun ja, wenn es Ebbe ist, steht er frei, unter freiem Himmel und die Sonne scheint manchmal mächtig und die mächtige Sonne ist natürlich heiß und diese Hitze, die wird in dem Queller gespeichert und diese Hitze kann man wieder erkennbar machen. Und das erkennbar machen, das ist wieder so ein kleiner Trick. Wattwunder muss man so herauskitzeln und dieses Herauskitzeln bei dem Queller, das machen wir so, indem wir ein Lockmittel nehmen, eine Verlockung so quasi, dass er die Energie freisetzt und dazu brauchen wir hier eine Kerze. Momentchen, das muss man ein bisschen anmachen hier. Aber will nicht so richtig. Ich habe dafür aber eine Reserve, dann geht es ein bisschen schneller. Ja. Die Quellenenergie, die wird also nicht so von selber frei, sondern man muss ein Lockmittel nehmen. Das Lockmittel hier ist normale Kerze, die kennen wir alle. Ich muss die Kerze jetzt ein bisschen in Gang kriegen, damit das auch funktioniert. So geht das schon beinahe. So, und diesen eingefrorenen Queller haben wir mal, ich gieße mal ab, damit das ein bisschen besser geht hier. So, und diese Quellenenergie, die dann freigesetzt wird, das ist eben ja, Sonnenenergie wie alles auf der Erde. Die Sonne hält uns in Gang, belebt uns. Und erfreut uns natürlich auch, wenn sie scheint. Heute scheint sie etwas weniger. Aber wir sehen einfach mal, was passiert. Ich muss das einfach mal so da hinein tun und dann sehen, dass es vor lauter Energiestoß dann das gleiche überraschen wird, mich nicht umwirft. Aber ich probiere es mal. Da haben wir also die Quellenenergie, die Sonnenenergie im Queller freigesetzt. Und es ist ja auch kein Wunder, der Queller sitzt ja so dicke, fleischige Stängel hier. Und dieses dicke Pralle, das ist eben die pralle Energie, die da drin sitzt. Und die kann ich dann auch freisetzen. Ohne Lockung geht das nicht, man muss es also herauskitzeln. Und das ja, ist eigentlich eine sehr verblüffende Geschichte, wie dann die Energie freigesetzt wird. Der Queller ist die Pflanze, die mit Hochwasser klarkommt, mit dem Salzwasser klarkommt. Das sind alle Salzwiesenpflanzen. Und wir haben diese Salzwiesenpflanzen mal zusammengestellt hier in seinem kleinen Spiel, Angelgrodenspiel heißt das. Und da spielt der Queller natürlich eine bedeutende Rolle als Pionierpflanze. Er wächst in der prallen Sonne oder unter Wasser. Und das Salz kann er praktisch aufnehmen, speichern. Und diese Speicherung trifft eben auch für die Energie zu. Das war durchaus, würde ich mal sagen, beeindruckend. Ich bin auch schnell genug rückwärts gegangen, damit das nicht weiter gefährlich wird in der Art. Ja, das ist die Quellenenergie, ein Wattwunder in dem Weltnaturerbe, was uns hier vor der Haustür eine Besonderheit die sich da auftut. Und dieses Weltnaturerbe birgt einige Wunder. Wir werden noch mehr kennenlernen. Und das Wunder hier, was da eine Rolle spielt, ich sollte es eigentlich auflösen, was da wirklich passiert ist. Natürlich ist es nicht der Queller, der diese Energie freisetzt, sondern es ist das Kerzenwachs, was hier eine Bedeutung hat.
Wir haben das Kerzenwachs einfach heiß gemacht. Die Temperaturen in dem Kerzen, in dem geschmolzenen Wachs liegen über 100 Grad. Und wenn ich jetzt eine Flüssigkeit Wasser hineintue, dann verdampft dieses Wasser schlagartig, reißt also dann die ganzen Wachströpfchen mit sich. Und wenn es vorher eben eine Flamme gegeben hat, wird die Flamme dann eben sehr groß und wir haben diesen Feuerball. Bekannt ist dieses Experiment als Fettexplosion. Man kann das eben auch mit Fett machen, mit Siedefett. Mit Wachs ist ja chemisch fast dasselbe. Und diese große Flamme, die kann man, je nachdem wie das jetzt so auch sich darstellt, kann man dann auch noch mächtiger hinkriegen. Aber ich denke, das war so auch schon beeindruckend. Ja, ein schnelles kleines Wattwunder über diese nette kleine Pflanze. Im Moment ist der Queller ganz, ganz klein, man sieht ihn kaum. Er kommt gerade aus dem Wattboden heraus, eine einjährige Pflanze. Im Herbst wirft er die Samen aus, die verstecken sich dann in den Wurmlöchern. Im Winter kann ihm das alles nichts anmachen mit dem Schnee, mit den Eisschollen und dem Schnee. Und im Frühsommer kommt er dann wieder heraus. Jo, schönen Dank fürs Zuschauen für dieses Wattwunder und bis zum nächsten. www.wolfgangswattwunder.de